Naja, das ist die Wahrheit. Ich wäre am liebsten unter den Tisch gekrochen, weil dann dachte ich, was meint der damit? Marianne Rosenberg, die Schlagersängerin, erinnert sich an Rio Reiser, den Kapitalismuskritiker von Tonsteine Scherben. In den 80er Jahren wuchs eine Freundschaft zwischen den beiden, obwohl sie von zwei verschiedenen Musikplaneten zu kommen schienen. Wie und warum sie zueinander fanden, erzählt eine Sendung von Wolf Eismann mit dem Titel Nächte im schwarzen Café. Dunkle Gefilde, nämlich verrauchte Jazzkeller, sind auch die Heimat eines Titels aus dem Musikdschungel in gut einer halben Stunde. Joke Raus featuring Christina Thurm. Es gibt ja so Leute wie, meinetwegen sagen wir mal, Helmut Schmidt, unser Ex-Bundeskanzler, der sagt, Utopien sind sowieso Quatsch, ja. Aber, naja gut, also vielleicht für einen Bundeskanzler, ne? Weil der muss ja das Land verwalten, also was will der mit einer Utopie? Der wäre ihm vielleicht nur lästig, ne? Wäre vielleicht ein Klotz am Bein für ihn. Aber für den Rest der Welt, wenn die keine Utopien mehr hat, also keine Träume, keine Wünsche und keine Perspektive darauf, dass sich die Lebensqualität tatsächlich verändert und verbessert und dass es eben keine Angst mehr geben muss für Krieg. Also ich träume von dem Tag, wo man sagt, damals gab es ja sowas wirklich, da haben sich doch die Menschen den Schädel eingeschlagen und nicht nur das. Im schwarzen Café, da denke ich dir, ich sitze hier so oft ganz allein. Ich stelle mir vor, du kämst durch die Tür und ich könnte dich nur einmal noch sehen. Die Haare wie Stroh. Im schwarzen Café ist ein Song über Rio Reiser. Er ist aus der Perspektive von mir geschrieben, dass Rio Reiser noch einmal durch diese Tür kommen würde, in das schwarze Café. Es war in den 80er Jahren, man kann sagen, so eine letzte Station, wenn man die Nacht durchwandert hat. Schwarzen Café, in die Sonne. Und bevor der Morgen dann graute, sind wir zusammen mit vielen anderen Freunden und Musikern in dieses schwarze Café gegangen und hat noch ein bisschen weiter geraucht, getrunken, sich unterhalten. Und da konnte man dann so tun, als sei die Sonne noch nicht aufgegangen. Ich war damals auf der Suche nach neuen Menschen, nach neuen Inhalten, nach neuer Musik, nach neuer Arbeitsform auch. Kullerknien im weißen Minikleid. Ja, zum Applaus ein Knicks und ein artiges Lächeln. Ich bin nicht die arme kleine Prinzessin, die ihrem Traumprinzen hinterher flennt. Das geht nicht mehr. Marleen wollte ich eigentlich schon nicht mehr singen und man bemühte sich wirklich, mir andere Textinhalte anzubieten, aber das stellte mich alles nicht zufrieden und ich hatte eigentlich nur einen Gedanken, ich wollte frei sein und frei sein bedeutete, auf den möglichen Erfolg zu verzichten. Ich wollte erwachsen werden, ich wollte gucken, wie schaut es in anderen Welten aus, wie arbeiten andere Leute, ist es immer so, dass man in einem Glasstudio hinter einem Mikrofon steht und einem der Produzent Anweisungen gibt. Und in der Zeit, dann war es ja schon Anfang der 80er Jahre, da hörte ich dann Live-Kassetten der Tonsteine Scherben. Für mich ist die Welt nicht mehr in Ordnung, nicht früh um 7 und auch nicht nach der Tagesschau. Für mich heißt das Wort zum Sonntag Scheiße.
das Wort zum Montag. Mach mal blau! Wir müssen hier raus! Das ist die Hölle! Wir leben im Zuchthaus! Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind Teil von Millionen. Ja, dann habe ich versucht, die Adresse rauszukriegen und bin mit dem in Kontakt getreten. Ich war nicht mehr interessiert an der Pop- oder Schlagermusik. Samstag, der 3. Juli, 19 Uhr, 30 Minuten und 57 Sekunden. Ich war nicht mehr interessiert an Charts. Ich suchte ein anderes Leben. Mich interessierte diese Branche nicht, in der ich wirklich kaum Freunde hatte. Und ich fühlte mich in dieser Atmosphäre auch nicht wohl. Die Tonsteine Scherben haben mir dann ein Fax geschickt. Damals gab es noch keine E-Mails. Und da stand dann drauf, Marianne, wir freuen uns, mit dir zu arbeiten. Und das hatte ich natürlich nicht erwartet. Ich habe es sehr gehofft, dass es irgendwie, wenn man sich trifft, zu einer Zusammenarbeit kommt. Aber wie herzlich, die mich empfangen werden letztlich, das konnte ich nicht wissen. Ich suche nach einer Ethik, ja, und ich versuche zu vermitteln, was ich sehe, das weiterzugeben, meinen Blickwinkel, aus dem ich was raussehe. Und die Musik ist ein Mittel, mich auszudrücken. Es ist aber nicht so, dass ich damit, sagen wir mal, agitieren will. Also ich versuche nur zu sagen, wie ich sehe und versuche es so zu sagen, dass jemand anders sich damit identifizieren kann. Wenn auch nur, solange vielleicht er den Song hört, sodass er einen kurzen Augenblick meinen Blickwinkel einnehmen kann und sich dann immer noch entscheiden kann, bis er es ganz anders sieht und sich dann auch dran reiben kann. Ich konnte auch nicht wissen, dass Rio einen Großteil meines Repertoires auswendig kannte und es dann am Abend, als wir da saßen, irgendwie beim Essen dauernd verschmitzt vor sich her trällerte. Lieder, die ich wegschieben wollte, womit ich nichts mehr zu tun haben wollte. Schau mich an. Du bist schuld daran, fremder Mann, dass ich nicht schlafen kann. Marianne singt die Wahrheit. Selbstverständlich war es so, dass ich, man kann sagen, fremdgesteuert war. Der Produzent, der Texter, Promotion-Leute, das waren Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren, die alle daran gearbeitet haben, etwas zu kreieren. Und dieses Etwas war ich gewesen und es traf sich aber ganz gut, weil die Themen fand ich nicht so verfehlt, ja. Ich fand vielleicht jetzt Mick Jagger spannender als Paul McCartney, aber letztlich war es trotzdem ein toller Song, diese erste Single, die es dann gab, Mr. Paul McCartney, und auch später eigentlich bis hin zu Er gehört zu mir, kann ich sagen, dass ich die Songs wunderbar fand. Es gab dann eine Phase, und das war Ende der 70er Jahre, in der sich alles wiederholen sollte. Als würde man immer dasselbe Playback verwenden. Ja? Diese arme kleine Prinzessin, die verlassen wurde und irgendein Mann nicht bekam. Und da spätestens fing ich natürlich an, mich zu wehren und habe den Produzenten gesagt, dass ich nicht mehr interessiert sei, diese Arbeit in dieser Form fortzuführen. Die waren natürlich alle schockiert und das war ein langer Prozess. Ein Prozess über Jahre war das, diese Ablösung von den Plattenfirmen, von den Producern, von Managern und dergleichen. Ich wäre gerne mal ein Popstar. Warum denn nicht? Einmal mit Plüschtieren beworfen zu werden, wie die Jungs von Depeche Mode. Also der fand es toll, was ich gemacht habe und ich war in dieser Zeit so drauf, dass ich mich eigentlich schämte für das, was ich gemacht hatte. Ich war noch nicht so weit zu begreifen, dass es nur ein zusammengesetztes Puzzle aus lauter kleinen Medienmeldungen ist und da eine Person entsteht, die keiner im wirklichen Leben sein kann. Das habe ich damals noch nicht so sehen können, verständlicherweise. Deswegen war es mir dann eher peinlich und ich war ein bisschen verunsichert. Aber es hielt an, wenn wir dann später in Berlin in irgendwelchen Lokalen oder
zu Hause bei irgendwelchen Weihnachtsessen oder so saßen, dann schrie er über den Tisch zum Beispiel so Sätze wie: Marianne singt die Wahrheit. Ich wäre am liebsten unter den Tisch gekrochen, weil dann dachte ich, was meint er damit? Marianne singt die Wahrheit. Jahre später habe ich verstanden, was er damit meinte. In der Einfachheit dieses Mädchens, was ich damals war, da liegt diese Wahrheit, jedes Wort zu glauben, was man singt. Ich habe keine Lust, immer wieder dasselbe zu machen. Ich will alles Mögliche ausprobieren und möchte meine Möglichkeiten oder das, was mir Spaß macht, verschiedene Richtungen, die möchte ich einfach auch machen können. Und nicht nur zu Hause, sondern auch schon mal dann auf so eine Platte. Der eine sagt Kühl und der andere sagt ich mochte seine Natürlichkeit. Ich mochte es, dass er unbeeindruckt war von diesem ganzen Showgetümmel. Ich mochte es, dass er sich auf der Bühne verausgabt hat, als sei es jedes Mal das letzte Mal. Ich mochte seine Sprache, ich mochte seinen Tonfall. Ich mochte die Art, wie er Worte zu Musik führte. Ich mochte seine grellen Augen, die eigentlich viel zu groß für sein Gesicht waren. Ich mochte seinen Gang, ich mochte seine Füße, die wie Kinderfüße aussahen. Wir müssen nichts bedienen. Wir müssen nicht irgendwie den und den Beat immer durchziehen haben. Wir müssen nicht in dem und dem Grundtempo. Wir müssen nicht darauf achten, was könnte die Single sein. Haben wir einfach so Demos gemacht, Songs von mir, Songs von ihm, und andere Leute kamen vorbei und verschiedene Musiker haben eingespielt, und wenn Leute von Plattenfirmen vorbeikamen, haben sie irgendwie den Kopf geschüttelt, sie haben nicht verstanden, warum wir Musik aufnehmen, wenn wir doch gar keinen Vertrag haben für eine Veröffentlichung. Das haben sie einfach nicht verstanden. Das wurde auch nie veröffentlicht, was wir da aufgenommen haben. Ich schrei für dich, ich brenne und ich schnei für dich. Vergesse mich, erinnere mich für dich und immer für dich, für immer und dich. Rio Reiser hatte ja diese wunderbaren Songs, Junimond, Für immer und dich. Er hat mir die Musikbänder gegeben und hat gesagt, Marianne, such dir mal davon was aus. Ich wage es gar nicht auszusprechen, aber ich wollte diese Lieder nicht singen. Ich hatte also die damals, naja, abgelehnt ist ein großes Wort. Ich weiß nicht. Das ist mir zu sentimental. Ja, viel zu dicht an den Liebesschnulzen, die ich schon immer gesungen habe. Ich will mir was Rebellisches machen. Ja, ob das dann in den Charts landet, ist mir egal. Macht ja nichts. Muss ja gar nicht sein. Scherben war auch nicht in den Charts. Das ist nicht das Ding. Außerdem gibt's Schlimmeres, als eine Kunsthure zu sein. Du musst dich verkaufen. Ist bloß die Frage, inwieweit dich selbst oder etwas, das nicht ganz persönlich mit dir zu tun hat. Irgendwie dazwischen liegt es. Aber die Leute, wenn es hören und wenn es eine bestimmte Gruppe kauft, dann merkst du auch, dass es einen Widerhall findet. Zu dieser Zeit keinerlei Plattenverträge und ich war froh drum. Weil das bedeutete, ich konnte alles
machen und ausprobieren, was mir Spaß machte, spielte dann in diesem Low-Budget-Film von Marianne Enzensberger Der Biss und spielte selbst ein Vampir, also da die oberste Vampir-Lady, die so ihre Anhänger hat und dann auf einem Schloss Reden hält. Die Dinge sind erst, ist schon gut. Der Salz vertrinkt es, deutet auf Blut. Also das war ein ziemlich verrückter Underground-Szene-Film, den keiner so richtig verstanden hat, der natürlich nicht in großen Kinos lief, aber der so viel Spaß gemacht hat. Viele Freunde, auch hier aus dem Clan von Marianne oder ihr Mann Ulrich Enzensberger und so, die spielten alle mit, die spielten da alle Vampire und viele Musiker. Max Gold zum Beispiel, den ich dann schminkte, der war ein wunderschöner Vampir. Naja, so eine Szenerie war es halt gewesen und das war schön und es hat Spaß gemacht und Zufallsbekanntschaften waren das nicht. Ich bin Steinbock, Aszendent Löwe, genau wie Marlene Dietrich. Ja, die Lieder von Marlene. Die mag ich. Ich mag die Lieder von Marianne. Also. Ja, ja, genau. Du wirst es nicht glauben. Von Hans Albers. Was? Ja, ich mag diesen Hans Albers. Er war ein Volkssänger. Ja, genau wie ich. Ja, manchmal haben wir dann gekocht und wir sollten Chöre singen für den Song von Micha. Und Micha war der Freund von Rio und für den hatte er einen Song geschrieben. Ich sag den Pressefuzzis immer, sie dürfen ruhig schreiben, dass ich homosexuell bin. Ah. Ja, aber keiner tut's. Sie sind so verdammt verklemmt. Ach, vielleicht sind sie auch einfach nur diskret. Ach. Es war einfach eine wunderbare Zeit, in der wir oft zusammen waren. Eine bewegte Zeit, was die Musik anbelangte. Das war eben auch die Zeit, in der so jemand wie David Bowie nach Berlin zog. Also viele andere Musiker hielten sich auch in diesem kleinen West-Berlin auf, in Schöneberg, in dem viel gearbeitet und produziert wurde, so untereinander. Da fragte nicht irgendwie einer den anderen, ja, wie bin ich denn rechtemäßig dabei oder was. Man hat einfach Musik gemacht. Wir sehen jetzt Marianne Rosenberg zusammen mit Rio Reiser. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein. Ja, steh verdammt noch mal zu den Sachen, die du gemacht hast. Ach, Rio, ich weiß nicht. Die Winter wird vorbei, du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst, um nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen. Unter dem Tier. Nein, das hat mir überhaupt gar nicht geholfen. Es hat mir auch nicht geholfen, als wir dann in der Berliner Schaubühne, da im Theater mit der Band Flucht nach vorn, so hieß die damals, und Blixer Bargeld und Rio Reiser dann meine Songs spielten. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ja, meine Songs, also ich bin wie du, selbst das hat mir noch nicht das Selbstbewusstsein gegeben, damit umzugehen, dass ich eben eine deutsche Schlagersängerin aus der Hitparade war. Heute sage ich ganz offensiv, ich singe deutsche Schlager, weil mir diese Diskussion einfach zu dumm ist. Wie Rio zum Beispiel von sich gesagt hat, ich bin ein Volkssänger. Womit er meinte, dass er für das Volk, für die einfachen Leute singt. Er hatte ein Idol und dieses Idol hieß Hans Albers. Also da möchte ich dann auch, dass mein Publikum weiß, es ist mir nicht peinlich, eine Schlagersängerin zu sein. Weil was heißt denn das? Wer aufhört zu träumen, der hört eigentlich für mich auch auf zu leben. Und das andere und Hoffnung ist eigentlich nur globale Sache, weil es nichts mehr anderes bleibt als die Hoffnung. Wenn wir die Hoffnung aufgeben und sagen, es ist sowieso egal, es geht sowieso alles in den Bach runter. Nach uns die Sintflut, ne, die ja vor uns also ist, dann werden wir auch nicht mehr versuchen, irgendwas zu verändern. Das heißt, wenn ich glaube, ich kann das Ruder nicht mehr rumreißen, also jeder, der das glaubt, der fehlt an dem Ruder.
Ja, und was ist mit den Scherben? Willst du nicht wieder was zusammen mit den anderen Jungs machen? Nee, ich denke nicht. Aber warum nicht? Das wäre ein X für ein U vormachen. Oder es wäre eben ein Reibach, könnte man auch noch draus machen, ja. Natürlich würden 1000 Anfragen kommen, Scherben hier, Scherben dort, ob das nun da ist, irgendwie für in einem besetzten Haus oder da ist in einer riesen Halle, ja. Aber wir könnten wahrscheinlich Land auf Land ab erstmal eine Weile spielen. Nur es wäre eine Lüge, es wäre ein stinkender Fisch, ja, weil es nicht mehr das ist, was es mal war. Und es, ich finde, man sollte es auch nicht wieder aufbraten. Und das wäre eigentlich eine Lüge, ganz einfach. Wir trafen uns mitten im See und jeder wollte an das andere Ufer. Nach all den Jahren sorge ich, dass ich dieses andere Ufer nie erreicht habe. Ob Rio das erreicht hat, weiß ich nicht. Fakt ist, dass er mit König von Deutschland, ich weiß nicht, ob er 1 Million verkauft hat, weil das wollte er immer. Er wollte mal 1 Million Platten verkaufen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine gute oder schlechte Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich gar zu glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem Traum. Ich weiß nicht, was manche Leute für Probleme haben, dass sie sich aufregen. Ich hätte sie verraten, weil ich nicht zum 100. Mal sowas wie Keine Macht für niemand schreibe. Meine Kriterien sind eben eher komisch. Guter Rhythmus, gute Melodien und alles muss vor allem Fleisch haben. Deshalb bin ich doch nicht unpolitisch. Eine gute oder schlechte Zeit. Musik ist für mich immer politisch. Selbst Musik von Modern Talking ist für mich politisch. Durch ihren Berieselungsfaktor, mit dem sie gute Laune produzieren, die Begleitmusik zu einem gesellschaftlichen Zustand. Da finde ich es dann immer noch besser, es wird Rio Reiser gehört und gekauft. Oder Marianne Rosenberg. Man muss wirklich sagen, dass Rio mich zum Schreiben gebracht hat. Er schrieb ja immer Texte aus Stories, die ich ihm erzählte. Und irgendwann sagte er dann, das kannst du selbst. Und dann habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht, ich habe ja noch nie Texte geschrieben. Ich habe doch sowas noch nie gemacht. Ich kann das nicht. Und dann hat er gesagt, du musst alles aufschreiben, was dir auffällt. Hab immer so eine kleine Kladde bei dir und alles, was dich irgendwie berührt oder angeht, schreibst du auf. Es ist ganz egal, ob auf einem Plakat, in einem Buch oder was Menschen sagen. Und du wirst sehen, dass du eines Tages dann deine eigenen Texte daraus machen wirst. Und das habe ich dann auch so gemacht. Und die ersten Texte waren gar nicht mal so gut. Aber es wuchs von Jahr zu Jahr. Also dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Und irgendwann merkt man, also einfach auch, dass man selber ganz schöne Macken hat, ne? So mit der Zeit, wenn sich die Fehler immer wiederholen, das ist das Schöne an Fehlern, man sollte sie immer wiederholen, weil dann kann man sie gut beobachten. Wenn man einen Fehler nur einmal macht, lernt man nicht viel draus, man muss sie oft machen. Ne? Ich nehme noch einen Schluck, bis der Schlaf mich holt. Ich trinke es auf dich, dann auf mich. Es ist, wie es ist, und es ist nicht so, dass die Zeit alles heilt und man vergisst. Das hat sich dann so ein bisschen auseinandergekleckert. Wir haben immer wieder telefoniert. Ich war dann auch mal zu Rio zu einem Theaterstück gegangen.
Ja, es hat sich so ein wenig auseinandergelebt, aber wenn man telefonierte, war man immer trotzdem ganz, ganz nah und sehr vertraut. Er hat dann auch oft irgendwie rumgemeckert über das Showgeschäft und so. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn du das so blöd findest, dann steig doch einfach aus und mach was ganz anderes. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du was Besseres? Dann habe ich gesagt, nein. Wenn ich dem Herrn Schiller das so ein bisschen missglückt wäre, denn alle Menschen werden Brüder, fragt man sich natürlich, dann wer bezahlt die Umoperation, ne, für die Schwestern. Aber, also dass der Mensch dem Menschen ein Freund ist und nicht ein Feind ist und dass der Mensch nicht vor Menschen Angst haben muss, das ist ein erstrebenswertes Ziel, denn wenn wir nicht auf den Punkt kommen, dann eben gute Nacht. Ne? Bin ich nicht gegangen. Ich konnte das nicht ertragen. Er war ja auch einfach zu jung, als er gestorben ist, 46 Jahre alt. Und es war auch plötzlich, also man konnte es vielleicht ahnen, weil er stand ja immer ein bisschen mit einem Bein im Grab, weil er auch sehr exzessiv lebte, was dann auf ein Konto ging und dafür gibt es irgendwann dann die Quittung. Er wurde ja in Fresenhagen da beigesetzt vor dem Zimmer, in dem er ja schlief und auch schrieb. Als ich ihn damals besuchte, schaute ich aus diesem Fenster, um zu sehen, was er sieht, wenn er an diesem kleinen Schreibtisch, der vor dem Fenster stand, saß und ja schrieb Songtexte oder. Und da standen irgendwie so ganz kleine, unspektakuläre Apfelbäume und. Wenn man heute aus diesem Fenster rausschaut, kann man sein Grab sehen. Der Traum ist aus.